Okay, Leute, weiter geht's. Ich weiß jetzt nicht genau, was das jetzt war. Also es war halt ein Voice-Chat-Typi. Ich habe jetzt geschrieben, dass sie ruhig sein sollen, bitte. Weil man versteht sowieso nicht, was sie sagen. Außerdem habe ich auch noch im Chat geschrieben, ob irgendwie friendly, also freundlich, also Typen hier sind, die mich Bloodback geben können, also Bluttransfusion machen können bei mir. Das sind aber alles Russen hier auf dem Server. Das heißt, die haben mir mit einer komischen Schrift geantwortet, die ich leider nicht lesen kann. Das heißt, wo bin ich hier eigentlich? Ich glaube, ich will hier gar nicht sein, oder? Hat uns einer gesehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der uns gesehen hat. Weil das ist so ein blöder Hopper. Und die sprinten nicht. Also, ihr müsst wissen, Zombies in diesem Spiel sind nicht so langsam und taumeln da vor sich hin. So wie es aus anderen Spielen bekannt ist. Sondern hier sind die Zombies ziemlich, naja, ich sag mal sportlich begabte. Sie sind ziemlich schnell und können Leitern klettern und können, ja, irgendwo hoch. Also, die können halt schon einiges. Und da benutzt gerade wieder jemand Sprachchat, aber ich glaube, ich habe jetzt den Ton so weit ausgestellt, dass wir das nicht hören können. Okay, wir können es doch hören. Na super. Das ist ein bisschen fail. Ich finde das komisch. So, da hat jemand einen Toten gefunden. Hätten wir den gefunden, wäre das ein bisschen geiler gewesen. Aber ist auch egal. Ich könnte euch mal die Lee Enfield zeigen, aber dann würden hier, glaube ich, auch die aus Tscherno noch kommen, weil die so laut ist. Das heißt, ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Und ich fange mal an zu kriechen. Ja, ich würde sagen, wir machen uns mal in Richtung Norden auf. Ich will mal gucken, was man da so finden kann, ob wir vielleicht so einige Sachen finden und ja, ansonsten gucken wir mal. Da vorne ist ein Spieler. Ja. Den könnten wir töten. Auf jeden Fall. Aber dann würden alle Zombies angerannt kommen. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Wir müssen näher ran. Ich habe gerade ein bisschen Angst, weil ich glaube, der Typ, ich weiß es nicht, wenn er sich da so rumcroucht in der Nähe von Zombies, könnte es schon möglich sein, dass er eine Waffe besitzt. Und das wäre natürlich ein bisschen ungeil. So, der ist jetzt hinter dem Ge. Da quält der doch. Ja, das ist auf jeden Fall ein Mitspieler. Würde ich sagen. Oder ich kann es euch gleich sagen. Oder es ist doch nur so ein blöder Zombie. Ich verfolge ihn mal. Notfalls schießen wir ihn ab oder so. Ich weiß es nicht. Könnte auch sein, dass er uns abschießt. Gott. Ich guck einfach mal nach. Und wenn wir sterben, dann müssen wir halt alles neu machen. Aber das ist jetzt auch nicht so das Problem. Wenn wir die Plätze wissen, wo wir was finden, dann finden wir das auch ziemlich schnell. Jetzt bitte nicht laggen, das wird ziemlich scheiße. Wo ist denn der lang gegangen? Ich verstehe es nicht. Da oben war er doch. Wir gehen da mal hinterher. Also ich bin mal gespannt, ob wir freundliche Leute finden. Oder ob das ein Bandit ist, der keine Waffe hat. Man weiß es ja nicht. War gerade doch jemand. Aber das ist ein Zombie da vorne. Ich
Ich weiß jetzt gerade nicht. Da ist er. Das ist kein Zombie. Niemals. Und da ist schon wieder jemand am Voice-Chatten. Ich hasse das. Naja, dann könnt ihr ein bisschen Russisch lernen. Scheiße, weg hier. Ich renne. Und jetzt fangen sie an zu labern. Na super. Ich hasse es. Seid ruhig. Oh Gott, scheiße. Nein, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Das war eine richtig dumme Idee von mir. Scheiße, wieso kann er nicht sprinten? Ich muss hier auf jeden Fall weg. Ich höre ihn schon wieder hinter mir. Und die schreiben immer Russisch, das heißt... Halt die Klappe. Ich weiß, der kann uns nicht hören. Oh Gott. Der kann uns nicht hören, weil ich Voice Chat nicht aktiviere. Habe ich jetzt aber auch nicht so Bock drauf. Weil die mich eh nicht verstehen würden. Scheiße. Wie werden wir den jetzt wieder los? Ich habe keinen Bock, jetzt meine ganzen Waffen zu verlieren. Das ist halt das Problem. Wir könnten natürlich ganz einfach jetzt drauf gehen. Der Typ soll endlich die Klappe halten. Das nervt ja richtig. Jetzt lag nicht. Renn einfach. Oh Gott. Scheiße passiert. Kacke. Jetzt nimm doch deine... Scheiß, Mann. Bandagier dich. Wir verlieren hier immer mehr Blut. Und das ist nicht so geil, Leute. Also... Mist. Der Typ soll die Klappe halt nicht verstehen, doch eh nicht. Oh Gott, wie kann man diese blöden Spastis bitte ausstellen? Meine Fresse, ich mach kurz einen kleinen Cut, bis gleich. So Leute, weiter geht's. Ja, ich hab jetzt diesen, also ich hab ja eben diesen Zombie erledigt. So, und da war eine Soda-Can drin, das heißt, ich hab eine... getrunken und habe die dann mitgenommen, weil mein Inventar ja voll war. Das heißt, ich habe jetzt wieder Durst weg, also ich habe jetzt keinen Durst mehr und habe halt was packt denn jetzt die Grafik so rum? Das sieht ja mal scheiße aus. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt was getrunken und ich habe hoffentlich jetzt diesen Voice Chat ausgemacht. Und ich würde sagen, ich mache gleich wieder einen Cut, weil ist erstens wieder so dumm angefangen hat zu laggen. So. Und außerdem, weil mir dieser Server ja auf die Nerven geht. Ich habe ja nichts gegen Russen, aber ich mag einfach die Sprache nicht. Was heißt, ich mag die Sprache nicht? Ich kann die gerade gar nicht ab. Die labern da einen vor sich hin. Ich habe jetzt auch Voice Chat benutzt und auf Englisch halt versucht, denen zu sagen, dass sie ruhig sein sollen. Jemand. Oh. Mein Englisch ist nicht so super, ich schreibe das einfach so. Irgendwo hier ist doch jemand. Ich frag gerade, ob mir jemand, ja, mit dem Bloodbag, also ich habe ja das Bloodbag, mir da jemand helfen kann, aber, also das hat ja gerade jemand gefragt, ob jemand friendly hier in der Nähe von Tscherno ist. Wir sind in der Nähe von Tscherno und ich glaube auch wirklich, dass hier jemand ist, weil wir halt an der Küste sind.
Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Also, es ist gerade ein bisschen fail. Und auf jeden Fall, um jetzt nochmal auf diesen Server zurückzukommen, ich bin das nicht gewohnt, dass die Leute Voice Chat benutzen. Normalerweise schreibt man alles in den Chat. Und das nervt halt übelst, wenn die einem hier reinquatschen. Ja. Ich guck gerade. Da vorne ist jemand. Also da so, wo ich gerade rauf ziel, wo meine Lee Enfield im Weg ist. Ich weiß nicht, ich glaube, Scheiße. Ich glaube, ich gehe mal in die Richtung. Ich weiß, da komme ich her. Aber da vorne ist jemand. Ich glaube, die Typen in Tscherno, die räumen jetzt richtig die Stadt aus und vielleicht können wir da ein bisschen was abstauben. Ich guck mal nach. Ja, obwohl das halt ein bisschen gefährlich ist, weil wenn die Waffen haben und die sehen, dass ich da ankomme mit meiner Waffe und auf die ziel, ich weiß nicht, ob die dann abdrücken. Ich muss auf jeden Fall schneller sein. Ich habe die ganze Zeit Einbildung, hier laufen Spieler um mich rum. Ich glaube, gleich bin ich tot. Ich sehe die ganze Zeit hier zwischen den Bäumen. Egal, wir müssen's wagen. Wir haben ja im Moment eh nur eine Lee Enfield und eine Makarov und halt allen möglichen Scheiß. Ich will's jetzt einfach mal wagen. Und wenn wir irgendwas Cooles finden, dann ist es ja richtig geil. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich würde die Aufnahme jetzt nicht wieder direkt beenden, obwohl wenn ich sie beende, dann würde ich das glaube ich so machen, dass ich vorher sterbe. Heißt, dass ich mich nochmal irgendwo hinstelle, auf einen Turm oder so, möglichst viele Zombies töte und dann sag ciao. Das war's für mich. Ja, müssen wir sehen. Ich denke, das mache ich so. Das heißt, ich spiele jetzt noch ein bisschen. Oh Gott. Und wenn ich nichts Geiles finde und wenn ich dann ja die Aufnahme beende, denke ich, werde ich dann. Das ist doch auf jeden Fall ein Mensch. Moment. Nee, ist es nicht. Und selbst wenn es einer wäre, ich glaube. Und mein Telefon klingelt. Perfekt. Gut, wisst ihr was? Mache ich an dieser Stelle einfach den Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, genau hier. Und dann werden wir nochmal Tscherno durchsuchen. Werden vielleicht mal ein paar Kills machen. Werden uns mit Leuten anlegen und dann sehen wir weiter. Und gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn jetzt die Typen da reingequatscht haben, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir haben einen Zombie getötet in dieser Aufnahme jetzt, ich weiß nicht, wie viele Folgen das waren, und haben ziemlich geile Sachen gefunden. Ich würde sagen, ich höre an dieser Stelle auf und wir sehen, was es beim nächsten Mal so zu erleben gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.